Hallo, liebe Freunde und Sympathisanten der AfD. Heute möchte ich mich mal mit einem Thema beschäftigen, was mich sehr berührt hat, nämlich mit einem Kommentar und Angriff des Journalisten Dieter Stein auf Björn Höcke, den Vorsitzenden der Fraktion im Thüringer Landtag und den Landesvorsitzenden von Thüringen. Und ich mache diesen Post eigentlich nur als Kreisvorsitzender und nicht in meiner Eigenschaft als parlamentarischer Geschäftsführer oder Mitglied des Landesvorstandes der AfD hier in Sachsen-Anhalt. Ja, Herr Stein hat bekanntlich schon einmal Position für die Spaltung unserer Partei bezogen, als er Lucke verteidigte, der aus der Partei gegangen ist, als er Petri verteidigte, und jetzt kümmert er sich um Björn Höcke, offensichtlich mit dem Bestreben, die AfD hier im Osten im Vorfeld von wirklich bedeutsamen Wahlen zu schwächen. Welche Argumente setzt er dabei ein? Ist das redlich, wie er dabei vorgeht? Da muss sich jeder selbst ein Bild zu machen. Ich gehe zunächst mal auf einige seiner Äußerungen in dem Artikel ein. Herr Stein beschäftigt sich darin mit dem autobiografischen Buch von Björn Höcke, Nie zweimal in denselben Fluss. Und ich sage es gleich vorweg, dieses Buch sollte jeder, der sich für Björn Höcke interessiert, tatsächlich auch mal lesen, damit er im Originalton weiß, was Höcke schreibt und was er so in seinem Leben mitgemacht hat und was ihn geprägt hat. Aus dem, was Herr Stein geschrieben hat, lässt sich das nämlich nicht entnehmen. Hier wird ein klares Zerrbild gezeichnet. So kann man hier zum Beispiel lesen, seine, nämlich die von Herrn Höcke, teils schrägen Auftritte und großspurigen Reden sind irritierend. Seine Anhänger huldigen ihm hingegen wie einem Erlöser. Ja, ich frage mich nur, wenn jemand so sprechen kann, dass er den Menschen aus der Seele spricht, ist das nun ein Zeichen, dass dieser Mensch abwertend zu betrachten ist? Und was ist mit teils schrägen Auftritten gemeint? Das, was man an schrägen Inhalten in Reden hineininterpretiert, oder das, was derjenige, der die Rede hält, tatsächlich ausspricht? Ich nehme ein Beispiel, die sogenannte erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Ja, wenn man bösartig ist, dann kann man die Frage stellen, die Herr Stein auch aufwirft, völliges Beschweigen der Verbrechen des Dritten Reiches. Aber das ist absurd. Höcke fordert mitnichten, dass die Grausamkeiten des Hitlerfaschismus irgendwie verschwiegen werden. Nein, er fordert aber, dass neben diesen Grausamkeiten und neben dieser düstersten Etappe unserer jüngsten Geschichte auch die großartigen Leistungen unseres Volkes gewürdigt werden. Und ich frage mich, was ist denn daran schlecht, wenn man sich erinnert, welche großen Erfindungen, welche großen Dichter und Denker dieses Land hervorgebracht hat. Herr Stein behauptet, Höcke wurde zum Schutzpatron und Guru aller, die die AfD in eine rechte Sackgasse manövrieren. Wenn er damit meint, dass Herr Höcke das Ziel hat, die AfD zu einer Massenpartei zu entwickeln, das heißt mit Zustimmungswerten innerhalb der Bevölkerung, die zwischen 20 und 30% liegen, wenn er das damit meint, als rechte Sackgasse, dann würde er vielleicht recht haben. Aber das ist ja eigentlich der Weg, den die AfD gehen muss. Wir müssen auch daran interessiert sein, nicht nur eine kleine intellektuellen Partei zu sein, die möglicherweise sich genauso abgehoben geriert wie andere, sondern wir müssen Interesse daran haben, die Stimmen, die Forderungen der Bürger
in den Parlamenten auf den Tisch zu bringen und dafür zu sorgen, dass sich die Politik in diesem Lande für die arbeitenden Menschen, für den Mittelstand, für alle zum Positiven ändert, die von Kinder- und Altersarmut betroffen sind, und dass die Familienpolitik wieder korrigiert wird und dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt wird. Und das kann man nur, wenn man tatsächlich breite Massen in der Bevölkerung anspricht. Und das geht auch nur, wenn man die AfD zu einer Massenpartei macht. Und das hat überhaupt nichts mit rechten Sackgassen zu tun. Und an dieser Entwicklung ist Herr Höcke sehr interessiert und dafür tut er alles, was er kann, um der AfD zu solchem Erfolg zu verhelfen. Dann versucht Herr Stein so darzustellen, als wäre Herr Höcke irgendwie großmannsüchtig oder man kann ihn mal selber zu Wort kommen lassen, ob Friedrich II. Von Hohenstaufen, der Flötenspieler von Sanssouci, Bismarck oder Adenauer, kürzer darf die Elle nicht sein, an der sich Höcke messen lassen will, um sich von wörtlich mediokren Schweinchen-Schlaufiguren der heutigen Parteiendemokratie, Zitat Ende, abzusetzen. Sein inniger Wunsch, Macht und Geist müssen einst wieder konvergieren. Da kann ich mich nur fragen, was soll daran falsch sein? Wenn man die gesamte Politelite in Berlin sich anschaut, dann muss man schon ernsthaft bezweifeln, dass Macht und Geist hier in den gleichen Händen stattfinden, denn die Politik, die in Berlin betrieben wird, liegt in fast allen Punkten jenseits wissenschaftlicher Erkenntnis. Das betrifft die Energiepolitik, das betrifft die Politik der unbegrenzten Massenzuwanderung, des Steuerungsverlustes in der ganzen Gesellschaft, das betrifft jedes einzelne Politikfeld, wo nicht mit Verstand, sondern mit Ideologie agiert wird, der Genderwahnsinn, um nur einige Punkte anzusprechen. Also da hat Höcke doch vollständig recht, Macht und Geist müssen wieder konvergieren. Während andere Politiker versagen, weil sie keine sittlich gefestigten Menschen sind, so schreibt Herr Stein weiter, weil ihr Charakter und Horizont es nicht erlaubt, sich dem destruktiven Strudel zu widersetzen, räumt Höcke selbstkritisch ein, dass es auch bei ihm immer wieder innere Kämpfe gebe. Aber in grosso modo könne er sich bis heute in den Spiegel schauen. Ja, aber das ist doch genau richtig. Jeder Politiker muss doch ab und zu und eigentlich ständig das, was er fordert und tut, hinterfragen. Ob es genau mit dem übereinstimmt, was er für die Menschen bewegen will. Weiter schreibt Stein, Höcke sieht voraus, dass es zu einem umfassenden Machtwechsel kommen wird, wenn sich das Blatt in unserem Land politisch wendet. Dann werden ein paar Korrekturen und Reformchen nicht ausreichen. Ja, aber das ist ja völlig richtig. Es ist nicht mit einigen Reformchen getan. In unserem Land läuft mittlerweile so viel schief, ist der Staat teilweise so desolat organisiert, das haben wir ja alles miterlebt. In der Massenzuwanderung, wo ja nichts mehr richtig funktioniert hat. Man kann sagen, Frau Merkel hat in kürzester Frist größtmöglichen Schaden für unser Land angerichtet und da ist es mit kleinen Reformchen gar nicht getan. Unser Bildungswesen geht scheibchenweise vor die Hunde. Im Krankenwesen müssen wir ständig herumlaborieren und da ist die Versorgung völlig unzureichend. Also überall stoßen wir darauf, dass grundlegende Dinge geändert werden müssen. Und das kann man ja nicht ernsthaft bezweifeln. Und wenn Herr Höcke das ausspricht, ist das völlig richtig. Und wenn er dann sagt, bei einem notwendigen, groß angelegten Remigrationsprojekt ließen sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht vermeiden, für die wohltemperierte Grausamkeit notwendig sei, ein Begriff, den Höcke sicherheitshalber bei Peter Sloterdijk ausgeliehen hat, dann ist auch das völlig richtig. Das ist ja das, wovor Frau Merkel Angst hatte. Wenn sie die Grenzen geschützt hätte, dann hätte es unschöne Bilder gegeben. Und damit wir diese unschönen Bilder nicht miterleben mussten, ist Folgendes passiert. Es sind Zehntausende Kriminelle in unser Land eingewandert. Es sind auch viele Menschen, die Schutz gesucht haben, in unser Land eingewandert.
Es sind aber auch ISIS-Kämpfer eingewandert. Wir haben überhaupt keinen Überblick mehr gehabt. Und da hätte man unser Land eigentlich schützen müssen. Und da hat die Kanzlerin damals vollständig versagt. Und das ist doch nichts Falsches, wenn man das feststellt. Und wenn man dann auch zu der Äußerung kommt, dass unser Land nicht in der Lage ist, alle Armutsmigranten aufzunehmen und in den Sozialsystemen zu versorgen. Das ist doch nur eine ganz nüchterne, normale Überlegung und nichts anderes, fordert Höcke an dieser Stelle. Dann sagt Stein, Höcke will es nicht bei einer kleinkarierten politischen Wende belassen. Die erforderliche großräumige Renovation schwebt ihm im Kontext einer ganzen Geschichtsperiode vor. Die Tatsache, dass 1947 von den Alliierten aufgelöste Preußen von elementarer Bedeutung für die Erneuerung unseres Gemeinwesens war, führt zum Horizont der vollkommen falsch angelegten Globalisierung, die beendet werden muss. Den Königsweg zum künftigen Höckeland ebnet der politische Theologe. Nur eine erneute Reformation in Deutschland garantiert die Sicherstellung des Ansiedlungs- und Gestaltungsmonopols eines Volkes in seinem Land. Ja, was soll daran denn kritisch gesehen werden? Genau das ist es doch. Es ist die Pflicht einer jeden Regierung in Deutschland dafür zu sorgen, dass wir mit unserer Bevölkerung die Möglichkeit haben, selbst zu bestimmen, wer in unserem Land sich niederlassen kann, wer hier Geschäfte treiben kann und wer kein Recht hat, in unserem Land sich breit zu machen. Das ist die Aufgabe der Regierung, dafür die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da ist kein Wort die Rede von Umsturz oder von Systemveränderung, sondern die Wortwahl ist hier genau entsprechend den Überlegungen unseres Grundgesetzes. Es geht um eine großräumige Renovation. Es geht um eine erneute Reformation in Deutschland. Das heißt, um Reformen, mit denen wir sicherstellen können, dass unser Land wieder nach vorne kommt und dass die Schwierigkeiten in unserem Land überwunden werden. Mag sein, schreibt der Stein weiter, dass eine Klientel gibt für solche Träume von der ganz großen Keule. Ich frage mich nur, welche Keule hier gemeint ist, die ausgepackt werden muss, um das System zu zerschlagen. Ja, hier unterstellt der Stein dem Höcke, dass der fordert, das System zu zerschlagen und alles neu aufbauen will. Aber selbst diejenigen, die Höcke auf diesem Weg zu folgen bereit wären, dürfen irritiert sein, dass er wie schon in seinen öffentlichen Auftritten, so auch in seinem Buch immer wieder Rückzieher macht und plötzlich als ganz harmlos dastehen möchte. Wer nämlich von Höcke den großen Revolutionsplan erwartet, stellt am Ende des Buches fest, dass der Tiger als Bettvorleger landet. Also diese Methode, die Herr Stein hier praktiziert, ist ganz einfach die, er baut einen Popanz auf und ist dann enttäuscht, dass dieser Popanz nicht stattfindet. Denn Herr Höcke betreibt eben nicht eine solche revolutionäre Phraseologie, wie er sie im Grunde genommen erwartet. Und damit komme ich zum Ende dieser Betrachtung. Herr Stein unterstellt Herrn Höcke, er sei ein ideologisches Irrlicht. Aber man muss wirklich sagen, Irrlichtern in der Journalistenlandschaft, das tut der Herr Stein. Und ich kann jedem, der sich für die Ansichten von Herrn Höcke interessiert, wirklich nur empfehlen, er möchte sich das Buch von Herrn Höcke mal besorgen und da mal reingucken und dann sich selber einen Bild machen, was dort wirklich gesagt wird. Abschließend sage ich, es ist kein Zufall, dass Herr Stein sich jetzt zu Wort gemeldet hat, jetzt am Vorabend wichtiger großer Wahlen hier im Osten, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt wählen wir die Kommunalparlamente neu, in Sachsen vor allen Dingen und in Brandenburg.
Hier werden sich weitere Entwicklungen andeuten, die den Weg der AfD zu einer Volkspartei, zu einer Massenpartei abzeichnen. Und ich denke, dass hinter Höcke nicht nur im Osten etwa 30 bis 35% der Mitglieder stehen, auch im Westen gibt es sehr viele, die mit seinen Ansichten übereinstimmen, dass eine grundlegende Erneuerung dieser Gesellschaft notwendig ist. Und eine solche Erneuerung der Gesellschaft werden wir nur erreichen als AfD, wenn wir einig sind und wenn wir respektieren, dass es in unserer Partei verschiedenartige Auffassungen gibt, verschiedenartige Flügel gibt, die sich aber auf keinen Fall in den Kampf gegeneinander treiben lassen dürfen. Wir von den Journalisten, von der Mainstream-Presse herbeigewünscht und herbeigeredet wird und auch von solchen Leuten wie dem Herrn Stein, die Einfluss auf die innerparteiliche Diskussion nehmen wollen, genau mit dem Ziel, die Kraft der AfD aufzuspalten und die AfD sich mit sich selbst beschäftigen zu lassen.